Für unser Raketenexperiment muss man sie natürlich dementsprechend auch anziehen. Der Treibstoff nach einer geheimen Zutat von meiner Oma. Oh yeah. Sieht nicht schlecht aus. So, jetzt aber mal Spaß beiseite. Den ganzen Kram hier brauchen wir natürlich nicht. Unsere Rakete wird sehr, sehr einfach. Ich wünsche euch viel Spaß beim Mitmachen und los. Für unsere Rakete brauchen wir diesmal ein Stück Alufolie, eine Schere, zwei Büroklammern, eine Streichholzschachtel mit Inhalt und so geht's. Als erstes brauchen wir die Streichholzschachtel und unser Alupapier. Wir legen unsere Streichholzschachtel aufs Alupapier drauf, nehmen unsere Schere und schneiden Alupapier in der Größe, wie auch unser Streichholzschachtel ist. Als nächstes benötigen wir unsere Büroklammern. Die eine wird eine Startrampe und die andere biegen wir auseinander und versuchen die aber relativ gerade auseinander zu biegen. Die zweite als Abschussrampe, das bedeutet, wir biegen den Teil hier hoch in der Hoffnung. Wir nehmen ein Streichholz, legen das hier auf unsere Alufolie drauf, nehmen unsere gerade gebogene Klammer und legen die so drauf, dass es gerade noch so ein bisschen zu dem Köpfchen des Streichholz reinragt. Das heißt nicht oben drüber hinaus, aber auch nicht so weit runter, dass das Köpfchen nicht mehr mitgenommen wird von der Büroklammer. Und dann wird gewickelt. Wir müssen jetzt versuchen, das relativ stramm drum zu wickeln, so dass eigentlich zwischen Alufolie und dem Streichholz ein kleiner Kanal entsteht, sprich da, wo gerade der Draht drin ist. Also relativ stark wickeln. Der Teil hier oben wird umgebogen. So, umbiegen, nochmal relativ stark drumherum. Hier auch sehr gut verdichten, so gut wie das geht. Und was jetzt gleich passiert, wenn wir die Rakete anzünden, ist dadurch, dass hier oben ja quasi dieser Kopf vom Streichholz drin ist, der entzündet sich, das gibt einen Rückstoß. Und die Energie des Rückstoßes geht durch den kleinen Kanal raus, den wir gerade eben mit der Klammer hier erzeugt haben. Und wenn es so funktioniert, dann haben wir unsere Rakete fertig und dann startet die. Jetzt ziehen wir hier raus. Danach sehr vorsichtig bei diesem Kanal sein, bitte nicht mehr draufdrücken. Wir nehmen unsere Streichholzschachtel, stellen unsere Rampe drauf. Das Streichholz kommt rein in die Rampe. Wir nehmen unser Feuerzeug. Oh! So, der Mustafa schaut schon, dass unser Alarm nicht ausgelöst wird hier drinnen. Es hat funktioniert. Ganz ehrlich, es war der dritte Versuch jetzt. Das heißt, mal funktioniert es, mal funktioniert es nicht so gut. Probiert es einfach aus, macht auf jeden Fall richtig viel Spaß. Ich wünsche euch sehr viel Spaß beim Selbermachen. Die Sachen hat man normalerweise im Haus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!